Mein Name ist Christoph Schaller und ich bin verantwortlich für den technischen Bereich in der Flex seit Althofen. Mein Name ist Monika Bierbaumer und ich bin System Engineer in Flex Althofen. Mein Name ist Markus Zimmermann und ich arbeite hier in Flex Althofen als Virtual Manager. Mein Name ist Marissa Winkler, ich bin als Planerin im Bereich Value Stream Management tätig. Mein Name ist Erich Dörflinger, ich bin der General Manager von Flex Althofen und ich arbeite hier schon seit 44 Jahren. Ich habe vor 10 Jahren am Standort hier in Althofen angefangen als Trainee und habe zwischendrin die Möglichkeit bekommen, für ein Jahr unseren Flex-Standort in China zu unterstützen mit einem Projekt. Ich habe selber als Trainee angefangen in einem halbjährigen Praktikum während meines Studiums und bin nach Beendigung meines Studiums zu Flex zurückgekehrt. Ich denke, die Entwicklungsmöglichkeiten bei Flex sind großartig. Nach meinem Studium begann ich in dem Bereich Einkauf, war danach 2 Jahre im Bereich Lean Supply Chain tätig und seit Dezember letzten Jahres bin ich im Bereich Wertstrommanager tätig mit einem Team von 7 Personen. Wir haben unbegrenzte Möglichkeiten innerhalb von Flex, nicht nur hier in Althofen Karriere zu machen, sondern auch global in über 100 Sites auf verschiedenen Kontinenten. Ich liebe an meinem Job die Vielfältigkeit. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden an zukünftige Technologien über viele Industrien hinweg. Das Gute an meinem Job ist, wir arbeiten mit anderen Design Center zusammen, zum Beispiel mit Haifa in Israel oder Timișoara in Rumänien, aber auch mit Silicon Valley in Amerika. An meinem Job liebe ich, dass wir ständig jeden Tag mit meinem Team an Herausforderungen arbeiten können und dadurch unsere Kunden erfolgreicher machen können. Ich komme gerne zur Arbeit, weil ich mit einem großartigen Team zusammenarbeiten darf und außerdem stimmen die Unternehmenswerte mit meinen persönlichen Werten ein. Also besonders am Flex Althofen ist die Kultur. Wir nennen das unseren Althofen-Geist, wo wir sehr stolz sind.